Aber da hat eben dann schon Landin viele Freie weggenommen. Sag mal, lassen wir den Namen jetzt außen vor. Oh. Lass uns lieber über David Spät sprechen. Abwehr. Ja, ja, aber dass er nicht werfen kann, ist kein Vorteil. Nee, das ist natürlich kein Vorteil. Ja, schöner Abschluss von Pekeler. Die machen es richtig gut. Lirkwa steht bei 31% Fangquote über die Saison hinweg. Belassen hat deutlich weniger gespielt. Er ist bei 35% sogar. Einfach immer nur auf Landin und Sargosen hinzuweisen. Aus meiner Sicht erklärt das nicht alles, was da im Moment David bei Kiel passiert. Und wenn du so einen im Tor hast, dann brauchst du gar nichts mehr erklären. Wie zum Beispiel im Auswärtsspiel bei Hellestein, glaube ich. Stark gespielt. Billig hat ein paar schöne Dinge heute schon rausgeschraubt. Jetzt waren es die technischen Fehler, jetzt ist die Chancenverwertung bei den Löwen. Fünf Tore für Kiel. Wobei Dubniak ist einfach so, er wird auch nicht jünger. Pekeler war verdammt lange verletzt. Das stimmt. Du kannst es natürlich auch, dann auch individuell immer wieder erklären beim einen oder anderen, aber steigern müssen, um die Löwen zurückzuführen in die Erfolgsspur. Ja, da war Spät schon wieder dran. Ausgeschieden. Also wir haben es damals nicht gewonnen. Oh, okay. Also es wäre dein erster Weltpokal. Ja. Über 1 gegen 1. Wie zum Beispiel der SC Magdeburg, sondern eher über ihre Rückraumkraft. Wahnsinn, Spät. Und die Löwen mischen richtig jetzt mit. Super Finte von Billig. Ganz stark. Sein Beste. Spieler auf der Position in der Welt automatisch auf dem Höhepunkt seiner Karriere zum THW Kiel wechseln. Und Spielern stark gemacht. Wie der gerade die Bälle verteilt, der Schipper Goethe. Jetzt haben die Kieler aber zugelegt. Mein lieber Freund, 7 Tore Führung. Was haben die Heimspiele gegen Aalborg oder auswärts? Zu Hause, Aalborg. Auch was bewirkt, finde ich. Ja. Echt viele gute Aktionen gehabt. Das sind ein bisschen passiv gegen Juri. Das ist nicht strategisch. Das ist auch nicht so, dass das ungefährlich war heute. Löwen müssen jetzt nach Flensburg. Manchen Gruppen. Finde ich übrigens erstaunlich. Hier hat sich die Halle fast komplett erhoben. Obwohl die Rhein-Neckar-Löwen im Grunde chancenlos waren. Das ist mal Eckberg gegen Spätz. Ja. Entspanntes Lächeln von Niklas Eckberg.